Renn! Renn weg, schnell! Und zwar, jetzt geht's um den Überkonsum. Lauft nicht, rennt! Wie TikTok uns zum Überkonsum bringt, meine Freunde. Wir haben gerade eben schon über meinen Holy-Konsum geredet. Ein Tab in der Sekunde wird weggezogen oder wie sonst was. So, let's go. Yes, Amazon must have. Sie hat must have gesagt. Das solltest du dir unbedingt anschauen. Bro, wie unnötig war dieses Produkt. Okay? Sie lernt eine Sprache. Das könntest auch du sein. Das hört sich aber satisfying an, oder? Wann hast du eigentlich das letzte Mal geputzt, Safe, oder dieser Keyboard-Cleaner und sowas. Bro, kriegst du so ein ganzes Tool, Schweizer Taschenmesser fürs Keyboard und sowas, Bruder. Mein Keyboard, ist relativ stabil. So ein bisschen, weißt du, ein bisschen so abgenudelt und sowas, aber sonst ist es in Ordnung. Oh mein Gott, Leute, lauf nicht, sondern renn zu New Yorker, ich mein's ernst. Lauf nicht, sondern renn! Okay, ist ja gut. Leute, was ihr gerade gesehen habt, ist nicht mal wirklich übertrieben dargestellt. Egal ob Tastatur, irgendwelche abgespaceden... Boah, oh mein Gott, ich habe ein Video gesehen. Warte mal. Keyboard... wet? Warte mal, wie war das? Yes, but does your Spacebar sound this wet? Hört ihr das an? Achtung, ich mach lauter. Boah, wow, das ist schon crazy, Alter. Für das Keyboard würde ich auch Geld ausgeben. Lampen, gehypte Beauty-Produkte, Klamotten oder irgendwelche Gadgets. Wir haben uns den Scheiß wirklich geholt und TikTok hat bei diesen Kaufentscheidungen eine wichtige Rolle gespielt. Sagen wir, wie es ist. Wir sind Werbeopfer und wir möchten drüber reden. Ob Must-Have-Videos, Hacks, ASMR, Empfehlungen, die sagen, lauft nicht, rennt. Kevats 88, Dankeschön für die 5 verschenkten Subs, sehr lieb von dir. Was machen diese Videos bewusst oder auch ist jetzt alles subsüchtig. Bewusst mit uns? In diesem Video möchten wir auch uns und unsere Kaufentscheidungen hinterfragen. Wir haben dafür mit Laura Maria Altendorfer von der EU Internationalen Hochschule und Anja Diekmann von der Hochschule Aalen gesprochen, die im Bereich der Medienpsychologie und der Konsumpsychologie forschen. Und wir nehmen euch gemeinsam mit. Nehmt euch ein Wasser und let's fetz. Ey, das ist mein Spruch. Nur mit Wer TikTok selbst nutzt, weiß, wie schnell der Algorithmus die persönlichen Interessen ausspielt. Mit unseren Likes und Kommentaren lernt der Algorithmus, was wir geil finden. Ey, ohne Spaß, jetzt mal ganz kurz, ich habe das noch nie kommentiert, aber ich wünschte, ich hätte ein Gesicht, das so schön structured ist, dass mir so kurze Haare auch so perfekt stehen würden. Bei ihr schaut das so Bombe aus. Man denkt immer, das nächste Video ist... Ein Edgar wäre vielleicht noch besser, aber das ist auch super. Noch besser und man scrollt einfach immer weiter. Das bringt uns oft dazu, länger auf der App zu sein, als wir eigentlich wollen. Und so lernt die App jedes Mal mehr über den User und schlägt Gott, immer mehr Dinge vor, die wir spannend finden. Das hat auch Laura Maria Altendorfer beobachtet. Danke dir. Sie ist Professorin für Journalismus und beschäftigt sich mit digitaler Kommunikation aus psychologischer Perspektive. Man befindet sich, wenn man so möchte, eigentlich in so einer Art Dauerwerbesendung, also natürlich schon mit anderen Inhalten dazwischen. Aber ich glaube, das ist genau dieser tricky Effekt, weil man halt nicht wirklich weiß, ab wann werde ich denn da jetzt beeinflusst. Und okay, ganz kurz. Was? Was ist das? Das ist ja geil und sowas, aber du hast eine komplett leere Wand und dann machst du hier ein Alles-Okay-Schild und dann drüber die LEDs, weil es nicht anders ausgeht. Und die LEDs sind so eine Line. Ich meine, es hat schon irgendwas. Und dann hier den Kaktus hin. Ey, ist interessant. Alles okay. Naja. Dadurch ist Social Media mittlerweile so ein bisschen wie ein Dschungel geworden. Nur statt Tieren und Pflanzen lauert an jeder Ecke ein Produkt, das ich vielleicht kaufen soll, kann oder auch einfach will. Mal ist es klassisches Influencer-Marketing, wo auch Werbung draufsteht. Mal ist es personalisierte Werbung von einem Algorithmus, der mich besser kennt als ich mich selbst. Mal ist es eine persönliche Empfehlung von jemandem. Mal schaut es nur so aus wie eine persönliche Empfehlung, ist aber bezahlt und ganz vieles dazwischen. Alles davon ist so normal geworden, dass ich es nicht mal mehr großartig weiß. So wie beim Parabelritter, dass er Werbung macht, aber nicht bezahlt. Dass klassische Werbung auch als solche gekennzeichnet werden muss, haben wir diesem Gesetz hier aus dem Jahr 2021 zu verdanken. Mhm. Das gilt, wenn man eine Gegenleistung erhält, wie Geld oder das Produkt selbst. Wenn man jetzt aber komplett freiwillig ein Produkt bewirbt, weil es einem zum Beispiel wirklich gefällt oder aus welchen Gründen auch immer, dann wird das Ganze etwas komplizierter. Deswegen haben wir mal bei Anwältin Nicole Mutschke nachgefragt. Sie beschäftigt sich auch auf ihrem YouTube-Kanal unter anderem mit Social Media bzw. Medienrechtsthemen und kennt sich mit der Kennzeichnungspflicht aus. Grundsätzlich ist keine Werbekennzeichnung. Okay, sie schaut aus, als würde sie sich auskennen. Erforderlich, wenn man mit privatem Account ohne Gegenleistung Produkte vorstellt. Aber kein Grundsatz ohne Ausnahme. Wenn man das Produkt übermäßig bewirbt, also nur die extrem positiven Eigenschaften hervorhebt und eben ganz klar den Verkauf offensichtlich fördern will, ja.
Ja, ich hebe die negativen Seiten auf. Also bei Holy ist wirklich sehr negativ, dass es zu gut schmeckt und dass man dann wirklich immer mehr möchte und sowas. Na, Werbung an der Stelle hier. Dann kann es erforderlich sein, dass man Claudia eine Werbekennzeichnung vornimmt, obwohl man keine Gegenleistung bekommt. Also, tendenziell muss man das zwar in solchen Fällen laut Gesetz nicht, aber diese Regelung wird auch kritisiert. Zum Beispiel von Forschenden wie Dr. Pia Niesen, die sagt, dieses aktuelle Gesetz schützt Kinder und Jugendliche nicht. Sie werden der Werbung ohne Kennzeichnung ausgeliefert. Sie war Teil einer aktuellen Studie dazu, in der es darum ging zu untersuchen, wie reagieren Jugendliche auf Influencer-Werbung in den sozialen Medien. Sie ist noch so jung oder was? Dafür wurden mehr als 1000 Jugendliche zwischen 14 und 18 befragt und mehr als ein Zehntel hat angegeben, regelmäßige Kaufimpulse oder aufdrängende Gedanken rund um ein Produkt zu haben. Etwas über 10% verspüren sogar oft den Drang, einen Artikel zu besitzen, den sie bei ihren Lieblingsinfluencern gesehen haben. Und ehrlich gesagt, ich kann's verstehen, Damn. Denn diese Impulskäufe gibt's bei mir auch und zwar bei einer ganz bestimmten Art von Videos. Nicht so sehr bei den klassischen Influencern und nicht so sehr bei gekennzeichneten Werbung, sondern eher bei Empfehlungen. Ah, okay, ich dachte, jetzt kommt dieses Ding so, könnt ihr euch noch erinnern an Mediashop oder so? Da, wo du, oder wenn du, pass auf, wenn du im Supermarkt gehst und du gehst an so einem Regal vorbei und dann ist so eins von diesen Videos so, ja, hier zuerst so grau, zuerst ist alles grau und da ist irgendeine Frau. Oh, scheiße, wie schlimm ist nicht mein Alltag, weil ich habe einen Besen und ich weiß nicht, wie ich den verwenden soll und sowas. Und dann ist so der Ultra-Scrub-Besen und sowas und da geht einfach nur so, er schiebt den nur so vor sich hin und der saugt da alles auf, der wischt da überall alles weg und sowas. Und dann ist diese Person, dann ist die Person so richtig so strahlend und oh mein Gott, ich kann endlich meinen Boden wischen und sowas. Why I'm trying, deine von PrimeSub, das ist so unfassbar auffällig. Ich meine, ich habe das jetzt auch bemerkt, Cola kriege ich auch jetzt öfter mal Werbung auf YouTube und die Cola-Werbung ist crazy. Die Cola-Werbung ist immer, da macht jemand einen Cola auf, so und dann hörst du so richtig so das Sprudeln, so und dann so dieses auch die Sommersounds und dann wie jemand Barbecue isst und so von so einem Fleisch abbeißt und sowas und das ist so crazy gut gemacht, weil du hast einfach, du zeigst einfach ein Feeling und das ist das, was Mediashop damals versucht hat, war einfach unfassbar scheiße. Zero, danke dir für den Prime-Sub. Lauf nicht. Hier kommt ein Beispiel, das genau so passiert ist. Zuerst habe ich dieses Video gesehen. Ich habe so viele Produkte für Sleek-Frisuren getestet und keines war so gut wie dieser Stick. Also renn zu DM. Wie bitte? Okay, das nenne ich mal Sleek. Und als sie dann noch gesagt hat, dass er so schnell ausverkauft sein wird, war es um mich geschehen. Ich sag's wie es ist. Ich bin gerannt. Und er war tatsächlich ausverkauft. Ich bin zu verschiedenen Zeitpunkten in verschiedenen Läden gewesen und er war überall ausverkauft. Und ich war hooked, dass Valeria hooked war und musste herausfinden, ist es wirklich ausverkauft? Ist das so? Long story short, ich habe Valeria glücklich gemacht und ihr den Stick auf den Schreibtisch bei der Arbeit gelegt. Ich habe mich mega gefreut, aber, und jetzt kommt's, noch bevor ich ihn sehen konnte, ist er auf mysteriöse Art und Weise einfach verschwunden. Den hat jemand genommen. Aber ich finde das ganz schön krass. Der war so gehypt, dass er selbst bei uns in der Arbeit weggekommen ist. Ich finde euch noch. Und jetzt kommt's. Ich trage diese Frisur nicht mal so oft. Warum will ich es überhaupt haben? Weil du ein Werbeopfer bist. True. Und es gibt noch sehr viel mehr davon. Zu allen möglichen Produkten und allen möglichen Läden. Oh mein Gott, Leute, rennt zu Rossmann. Oh mein Gott, Leute, ihr müsst unbedingt nach Action. Mädels, falls ihr es noch nicht... Nach Action. Wie ein Land, oder? Mitbekommen habt. Ey, Action ist crazy. Action hat so viel billig Scheiß. Action ist einfach Wish.com in einem Store. Aber die machen das auch so gut. Bruder. Ich wollte mir letztens ein Nackenkissen kaufen, sagt meine Freundin zu mir. Dann fahren wir zum Action. Sag ich so, Action hat das nicht. Fahren wir zum Action, das sicher hat der Action. Hat 5 Nackenkissen, oder? Wie viel hat es kostet? 3 Euro. Ungefähr. Bruder, so crazy. Action? Gibt's das in... das gibt's in Deutschland safe. Action ist original. Action ist original. Du gehst dorthin und jedes Produkt, was du dort siehst, du schätzt einen Preis und es ist 30% billiger. Mindestens. Also 30... Du schätzt einen billigen Preis und es ist 30% billiger. Du kaufst dir, Bruder, wenn ich hier dieses Mikrofon, Bruder, da hat es Boxen gegeben, Boxen, also so, wirklich so in der Größenordnung, 20 Euro. Einfach so, ich meine, natürlich ist es keine gute Qualität, das ist mir schon bewusst, aber 20 Eugen, Alter, wie rentiert sich das überhaupt? Die müssen das importieren, die müssen das auspacken, die müssen das listen in ihr System, die müssen hier, das ist schon mit Mehrwertsteuer, das ist schon mit Steuer und sowas. Das ist ein Wahnsinn. Action ist niederländisch, vor allem in Deutschland groß, okay. Crazy.
crazy, oder? Rennt zu Bershka und gönnt euch diese Hose. Geht nicht, sondern fliegt. Fliegt nicht, sondern schwebt. Fliegt nicht, sondern rennt doch lieber wieder. Nein, rennt nicht, sondern schwimmt. Lasst alles liegen, hört direkt auf zu atmen. Die Nippelpads! Scheiße! Ab zum Action, Alter. Leute, Nippel. Das sind crazy Lampe. Das sind tatsächlich aus Nippelpads gemacht. Pads sind wieder da. Ist klar. Ich wollte wissen, warum das etwas mit mir macht und habe deswegen mal bei Laura Maria Altendorfer nachgefragt. Dahinter steckt dieses psychologische Phänomen der Reaktanz. Das wird auch ganz oft in der Werbepsychologie genutzt. Das wird auch ganz oft bei Nippelpads benutzt. Stückzahlen, etwas ist nur kurze Zeit verfügbar. Und das löst in uns aus, dass man eben das haben möchte, was man vermeintlich nicht haben kann. Also so dieses Verbotene, was dann besonders interessant wird für uns. Und auch die Stimme, krass, also wie man uns sagt, dass wir rennen sollen, verstärkt das Ganze nochmal. Das hat uns Anja Diekmann von der Hochschule Aalen erklärt. Sie beschäftigt sich viel mit Aalen. Imagine. Und Psychologie. Und sowohl sie als auch ihre Kolleginnen und Kollegen haben an einigen Projekten zum Thema Emotion, Stimme und Produktempfehlungen mitgearbeitet. Wenn wir eine Emotion haben, signalisiert uns das, Achtung, das, was du gerade erlebst, ist für dich persönlich relevant. Und das verstärkt nochmal den Effekt dieser Dringlichkeit. Ich muss aufpassen, ich muss zusehen, dass ich von diesem Produkt noch etwas abbekomme. Also, allein das Wort Rennen mit dem Zusatz, oh mein Gott, Leute, könnte uns vermitteln, dass wir schnell sein müssen, weil es uns weg ist und dass es für uns wichtig ist. Und wie versuchen wir damit umzugehen? Richtig, wir rennen. Und es funktioniert. Eine TikTok-Creatorin hat 2021 eine Daily-Routine hochgeladen mit einer Augencreme. Sie war zu dem Zeitpunkt noch unbekannt. Das Video ging viral und innerhalb von 24 Stunden war die Augencreme ausverkauft. Der Gründer der Marke meinte, dass er innerhalb einer Woche so viel verkauft hat, wie normalerweise in einem halben Jahr. Und dann sehen wir, dass diese Videos zu den Produkten mega gut ankommen, mehrere hunderttausend bis Millionen Aufrufe haben und wir sind dabei, wenn die Leute rennen. Leute, ich bin jetzt VDM, weil ich suche jetzt nach diesem Balea Wellenspray, was alle momentan so hypen. Habe ich vorher was von dem Spray gehört? Nein. Bin ich jetzt neugierig geworden? Vielleicht. Und vielleicht 3 Millionen. Vor allem, du kannst es einfach erzählen. Ja, alle hypen das. Alle hypen das. Oder wenn ich dir jetzt sage, Bruder, ich mache so viele Verkäufe bei Holy im Monat. Werbung an der Stelle, Claudia, ja, ich pass auf. Und jeder trinkt das und jeder findet es geil. Dann entspricht das zwar der Wahrheit, aber so imagine, ich würde dich anlügen. Imagine, du bist der Einzige da draußen, der Holy kauft. Tja, wegen dir, Trottel, mache ich seit 1,5 Jahren Werbung. Tja, danke, dass du, dass du meine Werbung finanzierst. Nee, es ist halt im Endeffekt so. Es ist im Endeffekt so, dass du einfach, ich weiß nicht, vielleicht sind das Kooperationen oder vielleicht ist es dann einfach nur, sind das einfach nur Leute, die das generell auch nachmachen, weil sie halt wissen, dass es Klicks bringt, weil sie halt wissen, dass es halt so quasi, dass viele Leute danach suchen, aber das halt nicht bekommen. Ich weiß, wie das ist mit veganen Sachen, weil meine Freundin ist vegan und da gibt es manchmal vegane Sachen nur im Ausland. Zum Beispiel einmal waren wir in Polen und da hat sie sich, ich weiß gar nicht mehr, was sie sich gekauft hat, voll, also richtig stacked up mit irgendwelchen Sachen, die es halt dann nur im Ausland gibt oder gibt es nur bei verschiedenen Geschäften, wie jetzt zum Beispiel beim Kaufland gibt es irgendwelche Geschichten und dann bei einem deutschen Lidl, weiß ich noch, da sind wir bei der Gamescom, sind wir zu irgendeinem Lidl gesteppt, auf der Suche nach, keine Ahnung, Tortellini oder sowas, veganen. Und dann hatten die das einfach nicht. Voll bitter. Naja. Millionen andere Menschen auch. Wir sehen die leeren Regale oder Videos davon, nachdem Produkte viral gegangen sind und ausverkauft wurden. Damals bei Corona, boah, da war Salat viral, Klopapier. Boah, das neue Klopapier ist gedroppt. Comicvase. Klar, müssen wir natürlich alle haben. Ich gehe in den ersten DM, finde nichts. Ich gehe. Müssen wir natürlich alle haben. Was machen die Menschen da oben? Hä? Die huckt da einfach oben. Ha, was? Auf dem Bio-Genussmarkt. Auf dem Bio-Genussmarkt. Wie kommt ihr da rauf? Ey, sorry, das interessiert mich gerade mehr. Kann man da irgendwo rauf? Nee. Da musst du von da hinten irgendwo rauf? Oder vielleicht da auf das Dach und dann so jumpen? Hier auf das Temma-Logo jumpen und dann hier rauf? Bruder, da huckt die einfach da oben. Oder glaubst du, das ist eine Terrasse? Köln, Bonner Straße. Ja, okay, na gut. Ja, dann ist es so. Dann ist es einfach standardmäßig so, dass man das sitzt. Ersten DM finde nichts. Ich gehe in zweiten DM
finde nichts. Das geht halt immer so weiter. Manche Dinge sind einfach unauffindbar, nachdem sie jemand auf TikTok erwähnt hat, okay? Die nicht vorhandenen Produkte werden dadurch ja noch attraktiver. Laut Laura Maria Altendorfer hat das auch was damit zu tun, dass wir uns mit anderen vergleichen und ein bisschen Gruppenzwang spüren könnten. Wir Menschen sind Herdentiere, wir versuchen uns immer anzupassen, wir wollen nicht irgendwie Außenseiter von irgendwelchen Gruppen werden. Sieh dir durch den Algorithmus, der dann solche Themen immer wieder ausspielt, das machen alle und wenn das alle machen, dann muss ich es auch irgendwie machen. Aber warum empfehlen so viele Leute so random Produkte, wenn sie nicht dafür bezahlt werden, vielleicht nicht mal Influencer sind? Also klar, solche Videos funktionieren ja offensichtlich ganz gut. Das kann natürlich sein, dass man ein bisschen TikTok-Fame möchte. Ich habe aber bei der Recherche auch immer wieder in dem Zusammenhang den Marketingbegriff Word of Mouth, also Mund-zu-Mund-Propaganda gelesen. So wird eine Meinungsäußerung über Marken, Produkte oder Unternehmen bezeichnet. Und so eine persönliche Empfehlung kann in Zeiten, wo wir mit so viel Werbung konfrontiert werden, immer wichtiger werden. Wenn sie zum Beispiel aus dem Freundes- oder Bekanntenkreis kommt, vertrauen wir da mehr drauf und das beeinflusst unsere Kaufentscheidungen natürlich auch. Und Wieso schaut man nicht einfach den Lagerstand online nach, bevor man alle Geschäfte abklappert? Ich glaube, es ist so ein bisschen auch so ein Feeling von, du hantest etwas, du hantest nach diesem mysteriösen Produkt und sowas und du gehst in den Store rein und du denkst dir, boah, ist es da, ist es da? Weißt du, was ich meine? Das macht irgendwie weniger Spaß, wenn du so zu Hause sitzt und du schaust, yo, haben wir das verfügbar? Nee, nächstes Store, haben wir das verfügbar? Nee, na, wurscht, dann fahre ich halt nicht los. Was hast du dann zu tun? Was soll ich denn sonst machen, außer TikTok-Produkte Hand nehmen, DM, während ich auf dem Parkhausdach sitze? I don't know. Und da haben Unternehmen genau aus diesem Grund großes Interesse daran, das zu beeinflussen, denn die freuen sich besonders über die kostenlose Werbung. Oder, ganz wilde Theorie, vielleicht freut man sich auch einfach nur wirklich. Wenn wir was emotional Aufregendes erleben, ganz egal, ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist, haben wir spontan das Bedürfnis, es anderen mitzuteilen. Ja? Und da ist Social Media natürlich ein ganz kurzer, direkter Weg, andere daran teilhaben zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht habt ihr schon mal von einer Hook gehört. Ja, ist safe auch bei den ganzen Gönnergy-Sachen und sowas gewesen. Damals, als Gönnergy rausgekommen ist oder als die neuen Sorten Gönnergy rausgekommen sind, erstmal direkt so, boah, wie ist das? Oder bei Prime, boah, wie schmeckt das? Boah, wie ist das? Boah, wo kriegt man das und sowas? Und jeder wollte es irgendwo zumindest mal getestet haben. Ich weiß, viele Leute sind da wahrscheinlich so, na, das interessiert mich nicht und sowas, aber ich wollte es auch testen. Ich wollte mal schauen, wie ist das und sowas. Ich habe ja dann auch Prime gekauft. Nee, Blödsinn, ein Kollege von mir hat sich das gekauft und wir haben es gemeinsam ausprobiert. Ja, ist ja egal. Auf jeden Fall, also Prime ist nichts. Prime ist unfassbar süß. Von wem ist Prime? Von Logan Paul und KSI. Und Prime, ja, Prime ist auch sauteuer, aber Prime sponsert auch so krass viele Vereine. Die sponsern Bayern München, Arsenal, glaube ich, Barcelona, Borussia Dortmund, safe noch irgendwas. Ich habe schon viel gesehen, dass die viele, viele Sachen sponsern. Vielleicht noch Manchester United oder sowas. Der Erik Haaband hat auch schon letztens eine Story gepostet mit Prime. Das ist so krass. Das ist so krass. Ja, Prime, ich finde Real Talk, das ist auch null, weil das irgendwie konkurrierend ist oder sonst was mit Holy. Keine Ahnung. Prime, straight up, mach ich gar nicht. Mach ich gar nicht. Gönnergy kann ich mir kaufen. Ist nicht 100% meins, aber Gönnergy kann ich trinken, hin und wieder mal. Habe ich jetzt länger nicht mehr gemacht, weil generell so dieses Gefühl von dem wirklichen Energy ist nochmal ein anderes. Das ist jetzt nicht mehr so meins, weil ich es nicht mehr so gewohnt bin, aber ist okay, ne? Aber so Prime, nah. So werden die ersten Sekunden auf TikTok oder Reels bezeichnet, die deine Aufmerksamkeit quasi so angeln sollen wie ein Haken. Mittlerweile werden ziemlich viele Tipps geteilt, wie man die Leute dazu bringt, das Video länger anzusehen. Das kann etwas sehr Offensichtliches sein, zum Beispiel. Leute, alles, was ihr über Brust raus wusstet, ist zu 100% falsch. Gone wrong! Manchmal funktioniert sowas bei mir ganz gut und Brust rein quasi. Manchmal fühlt es sich etwas nach Clickbait an, beziehungsweise es hört sich nach Clickbait an. Wahrscheinlich gibt es deswegen auch mittlerweile viel subtilere und unterschwelligere Wege, unsere Aufmerksamkeit zu catchen, die in so vielen Videos zu finden sind. Zum Beispiel das Handy aufstellen, bevor man anfängt zu reden. Oder Lippenstift oder Schminke auftragen, während man etwas sagt. Oder auch Sounds, die verstärkt werden, entweder direkt am Anfang. Amazon Tech Finds it just slap. Oder währenddessen bei Produkten, die nicht unbedingt was mit einem Sound zu tun haben. ASMR wird wirklich sehr gerne mit Produktvideos kombiniert. Das hat auch Kylie Jenner verstanden. Mich hat das ASMR Rabbit Hole auch in den Bann gezogen. Letztes Jahr, da habe ich aus Versehen meine Tastatur geschrottet. Also habe ich mich hingesetzt, um mir in Ruhe verschiedene Tastaturen im Internet anzuschauen. Wie macht man das? Boah,
Wollen wir noch mit dem Wet-Sound hören? Na, Spaß. Also das ist zu crazy für mich. Ich mag Tastaturen, pass auf, wir haben schon mal darüber gesprochen, Tastaturen müssen flach sein. Flach. So, schau dir das an. Das ist maximal so ein Drittel bis Viertel Zentimeter. So, dann sind sie schön flach, weil diese voll rausstehenden Tasten, ich verstehe nicht, was das bringen soll. Wenn du eine Taste so da oben hast, imagine, die geht so einen Meter rauf, ja, dann schreibe ich da oben und so. Nee, je höher, desto besser, was? Hast du keine Gaming-Tastatur? Nee. Tastatur ASMR ist schon wild. Wir machen hier ganz kurz. Ist schon okay. Stay hat inzwischen eine eigene Tastatur. Dort kann man sogar einen telefonischen Beratungstermin vereinbaren. Das ist so useless. Ich meine, das ist ja cool. Das ist ja gut und schön, aber nee, alles, was ich brauche auf meiner Tastatur, ist alle Tasten, die es halt standardmäßig gibt. Und dann noch so ein Maus, also so nicht Mauspad, dann noch so ein Tastending. Weil warum auch immer, ich hatte mal eine Tastatur ohne diesen Tastending. Was nicht mal, also das entspricht halt nicht mal dem Namen. Tastatur. Schremi, Dankeschön für die 100 Bits. Am Anfang wollte ich nur eine Tastatur. Doch irgendwann wollte ich mehr als nur eine Tastatur. Numpad, ich wollte, ja, dass sie Pastell ist, runde Knöpfe hat und sich gut anhört. Also ganz viele Sachen, die man nicht in der Tastatur braucht. Doch diese Kombination aus ASMR und einer Sache, die ich ja wirklich brauche, made me buy it. I mean, das ist ja das Erleben positiver, so was wie so ein Kinderspielzeug, Empfindungen als Reaktion auf visuelle oder eben akustische Reize. Und das wird von vielen entspannend empfunden. Was passiert dann, wenn jetzt diese positiven Emotionen mit einem Produkt in Verbindung gebracht werden? Es entsteht ein Zusammenhang. Das heißt, man verknüpft auch diese Positivität. Und ich scheine nicht die Einzige zu sein, der es so geht. Ob Restocking-Videos, in denen Creator zeigen, wie sie ihre Vorräte aufstocken. Bruder Mo Moody hat mir mal ein Bild geschickt. Der hat immer auf seinem Tisch so eine fette Schüssel mit lauter Süßigkeiten. Und dann hat er einen Mini-Kühlschrank, der steht dann da hinten so. Und da, Bruder, da ist drinnen Gönnergy und Holy und was weiß ich, alle möglichen so Orangensaft und keine Ahnung, was auch immer du halt alles, was dir einfach alles einfällt, alle Getränke, die es halt gibt im Supermarkt, steht einfach drinnen, ne? Und er so, ja, du musst immer stocked up sein und sowas, und ich schwöre dir, dann wirst du auch weniger essen oder weniger so naschen, wenn das immer so vor dir steht, weil du gewöhnst dich dran und sowas. Ne, ich bin ein Mensch, wenn es um Süßigkeiten geht, Bruder, wenn irgendwas vor mir steht, deswegen, ich hasse es auch, wenn mir Leute Süßigkeiten schenken, es ist zwar sehr lieb und so, aber das Problem ist, ich esse es immer so schnell weg. Also Real Talk, ich könnte alles, was hier drüben ist, Bruder, das esse ich dann an einem Tag, weil es einfach da ist. Ich esse es dann einfach. Beauty Haul. Gut, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so an 2-3 Tagen ist es weg. Temu Unpackings oder Shein Hauls, es scheint für jeden etwas dabei zu sein. Das sind subtilere Empfehlungen und Werbungen, bei denen einem manchmal nicht so ganz bewusst ist, ob dafür jemand bezahlt wird oder nicht. Lass es nur Affiliate-Links sein. Also Links von Produkten, die beispielsweise von Influencern angegeben werden, und wenn darüber etwas gekauft wird, erhält der Influencer eine Provision. Und dann gibt es noch User-Generated Content, also UGC. Bei diesen Videos, die so aussehen, als wäre es eben ein ganz normales privates Video, kann es eben auch manchmal schwer sein zu erkennen, dass es sich eigentlich um Werbung handelt. Da die Creator dieser Videos selbst meistens keine Reichweite haben, wirkt es so, als ob eine random Person ein Produkt vorstellt, ohne einen Werbegedanken dahinter zu haben. Aber im Endeffekt bekommen die Creator für die Videos von den Unternehmen natürlich Geld. Wenn diese privaten Werbevideos dann von den Unternehmensaccounts als Anzeige geschaltet werden, steht da zwar klein Anzeige, aber mal ehrlich, wer achtet da immer beim Scrollen drauf? Also es ist im Prinzip das gleiche wie Influencer-Marketing. Wir sind hier ein christlicher Kanal, okay? Von den Mechanismen her, die wirken. Aber es gibt zwei kleine Unterschiede. Das eine ist, bei solchen Personen ist so ein Markenfit nicht notwendig. Also in der Regel stehen ja Influencer dann auch für gewisse Themen oder Produkte. Auch geil. Da steht überall Happiness. Happiness, Happiness, Happiness. Alles okay. Witzig. Produkte, und dann sollte halt eben auch die Kooperation. Diese Person achtet safe, das ist nicht mal böse, das hört sich irgendwie böse an, warum auch immer. Warum hört sich das böse an, wenn ich das sage? Diese Person achtet safe auf Feng Shui. Oder die Marke passen. Das heißt, wenn das jetzt nicht passt, halt dazu führen, dass wir das nicht authentisch erleben zum Beispiel. Und
dieses Problem, sage ich mal, haben wir bei diesen Personen nicht, weil wir ja keine Hintergründe über sie wissen. Das heißt, wir haben trotzdem diese authentische Empfehlung von normalen Menschen mit diesen ganzen Effekten. Und das zeigen auch die Zahlen. User-generated Content schafft Nähe und Vertrauen. Fast 80% der Konsumenten meinen, dass es ihre Kaufentscheidung stark beeinflusst. Das steht in dem Stuckler-Report von 2020. Also wenn wir wenig über ein Produkt wissen, vertrauen wir auf die Erfahrung anderer Menschen. Deshalb funktioniert das so gut. Man erhält eine persönliche Empfehlung von jemandem, der auf den ersten Blick keine Absicht hat, etwas zu verkaufen, sondern nur seine Meinung teilt. Ein Unternehmen nutzt das sehr geschickt. Shein ist unter anderem so erfolgreich, weil sie auf UGC und IGC, also Influencer-Generated Content, setzen. Shein hat aber auch andere Marketingstrategien im Ärmel. Ähnlich wie der Online-Marktplatz Temu. Wow. Shein hat aber auch andere Marketingstrategien. Wow! Einen Pullover um 3,50 Euro. Und eine durchsichtige Unterhose. Das muss witzig aussehen, wenn du die anhast. Bruder, ein Pullover um 3,50 Euro. Mit Aufdruck, mit Print. Mit Print. Strategien im Ärmel. Was haben wir hier noch? Hosen um 14 Euro. Hosen um 8 Euro natürlich. Das ist unfassbar. Unfassbar. Ähnlich wie der Online-Marktplatz Temu. Da gab es eine Kategorie unter 1 Euro. Ich meine, da wird wahrscheinlich Socken oder sonst was drin sein. Aber die beiden Unternehmen haben eine neue Dimension ins Online-Shopping gebracht, indem sie den Kaufprozess verändern. Dass wir ein Produkt auf Social Media entdecken und es auch direkt in der App kaufen können, ist relativ neu und nennt sich Social Commerce. Und die beiden Unternehmen verbinden das mit Gamification und einem Belohnungssystem. Die Plattformen verbinden Social Media, Minispiele, Glücksräder und tägliche Challenges mit Einkaufen. Temu setzt dabei auf die Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse und Triebe. Kommunikation, Neugier, Gier und Belohnung sind die heimlichen Eckpfeiler des Geschäftsmodells und sollen für schnelles Wachstum sorgen. Das meint Professor Christoph Tripp von der Technischen Hochschule Nürnberg. Und guess what? Der Christoph häufigste Tripp. Grund, weshalb Menschen etwas über Social Media kaufen, sind Rabattcodes. Ja, das macht Sinn. Das macht Sinn. Zacko Marco. Eine besondere Rabattaktion. Ich brauche das Produkt. Wenn du ein Produkt brauchst, ist es gleich wichtig, wie einfach, wenn es einen Rabatt gibt. Das Produkt ist auf einem anderen Weg nicht zum Kauf erhältlich. Ach so, wenn sie das über Instagram, Facebook bekommen. Okay, okay. Praktische, schnelle Kaufabwicklung. Okay. Ja, das stimmt aber auch. Ich kaufe auch manche Produkte nicht, wenn ich irgendwie auf die Webseite gehe und dann sind da 100.000 andere Sachen dazwischen und dann ist noch hier, akzeptieren sie die Cookies und dann noch da, ich weiß, das müssen die machen, und dann noch da, Pop-up und dann da und dann hier und dann ja, wollen sie sich für E-Mail registrieren und sowas und dann ist, Bruder, lass mich einfach das fucking Produkt kaufen und sowas. Keine Ahnung. Ansprechende Werbeanzeige, Produkt ist nachhaltig. Echt? Das ist doch so vieles? Ich dachte so bei Konsum und sowas schauen nicht so viele Leute drauf. Gehört zu meiner Lieblingsmarke, wurde von einem Influencer beworben. Nur 8! Was siehst du, Alter? Das müssen wir in die Höhe treiben. Das muss da ganz bei 100%. Na, Spaß. Sonstige. Gibt keinen bestimmten Anlass. 9. Ich kauf nicht. Ich kauf's einfach. Weiß ich nicht. Damn. Die beiden Sachen kombiniert 11%. 11%. Was hat sie dazu ermuntert? Würde sie ermuntern, ein Produkt über ein soziales Netzwerk zu kaufen? Gibt keinen bestimmten Anlass. Tja. Kurz gefolgt von Exklusivität. Also je gehypter ein Produkt, desto eher kaufen wir es. Falls ihr mehr zu Temu und Shein sehen wollt, dann schaut doch mal hier vorbei. Und Leute, es funktioniert so gut, dass es unfassbar viele Temu und Shein Must-Have. Shein Must-Haves, eine Schnecke, oder? Videos gibt. Zu jedem möglichen Pups. Wenn jemand von einem Must-Have spricht, auch wenn ich dachte, dass ich für so Formulierungen immun bin, bin ich es leider nicht immer, wenn ich sowas sehe. Ich habe die besten Amazon-Produkte, die du für dein Zuhause brauchst. Glaub mir, ihr braucht... What the fuck, geht ab? Glaub mir, ihr braucht diese Vase und dann noch eine andere Vase und dann das. Also das gefällt mir gar nicht, was auch immer das ist. Ist das ein Spiegel? Nee, das ist einfach nur so ein... Ich weiß nicht. Das schaut cool aus. Aber ich sag dir ganz ehrlich, das sind halt solche random Sachen, wenn du in ein Depot steppst oder wenn du in Zara Home steppst oder halt eben auch zum Action, dann findest du solche Geschichten einfach random. Das würde ich mir jetzt nicht direkt so bei Amazon, würde ich jetzt nicht danach suchen. Das schaut nicht schlecht aus, aber das ist jetzt nicht so das krasseste Must-Have ever. Ja. Diese Sachen in eurem Zuhause.
Was ist das überhaupt, ein Volleyball? Heute zeige ich euch meine IKEA Must-Haves. Ich weiß in der Theorie, dass ich es natürlich nicht haben muss oder dass ich es brauche, vor allem nicht, wenn es Part 284 ist. So viel kann man gar nicht brauchen. Auch nicht, wenn es Suppeneiswürfelformen sind. Wenn es aber auf meiner For You landet, dann werde ich neugierig. Und dann sehe ich auch direkt... Suppeneiswürfelformen. Jede Eiswürfelform ist eine Suppeneiswürfelform, wenn du nur tief genug dran glaubst. Wie es funktioniert. Also eigentlich ist es ja nur ein Produktvideo, aber es fühlt sich nicht so an. Auch Anja Diekmann sagt, so Must-Have-Formulierungen sind alles andere als neu. Das Ausmaß, in dem es aktuell auf TikTok gesagt wird, dafür aber schon. Ich glaube, was uns anfälliger machen kann, speziell auf TikTok, ist die unglaubliche Schnelligkeit dieser Botschaften, die es schwer machen, innezuhalten und zu reflektieren, was man denn wirklich braucht und ob man dem Impuls jetzt wirklich nachgeben will. Und je mehr wir von den unterschiedlichsten Must-Haves sehen, desto schwieriger kann es sein, dem Impuls nicht nachzugeben. Je öfter wir mit etwas konfrontiert werden, desto positiver stehen wir dem gegenüber, auch wenn wir am Anfang eher neutral eingestellt waren. Dieses Phänomen wird Mere-Exposure-Effekt genannt und unter anderem im Marketing verwendet, weil sich Menschen zum Beispiel unterbewusst für Produkte entscheiden, bei denen ihnen der Name vertraut vorkommt. Der Effekt ist besonders stark, ja, wenn man sich nicht erinnert, dass man sowas schon mal gesehen hat. Das kann vor allem eine Rolle spielen, wenn man Produkte nur sehr flüchtig wahrnimmt, also eigentlich gar nicht richtig verarbeitet, dass man überhaupt irgendwas gesehen hat. Und es dann aber wieder sieht und dann nochmal und dann vielleicht nochmal. Ein Beispiel für etwas, was man vielleicht nur sehr flüchtig wahrnimmt, wenn überhaupt, aber immer wieder sieht, sieht man an diesem TikTok-Account sehr gut. Ever ist eine Rucksackmarke, aber bei ihrem Content stehen nicht die Produkte oder das Branding im Fokus. Stattdessen wird man einfach unterhalten. Wir sehen Belinda, die im Marketing-Team arbeitet, und Felix, ihren Vorgesetzten. Belinda bedient das Klischee einer Gen-Z-Person. Wenn du jemanden haben willst, der Respekt vor dir hat, hättest du Millennials einstellen sollen. Sie sorgt für Chaos und er versucht, das Chaos zu beseitigen. Die chaotische mit seinem tollen Rucksack. Art der Videos. Da dann nämlich so ein, wie sagt man, wurscht, weiß man das, wo ihr den Mund zuklebt. Scheinen sehr relatable zu sein. Das sieht man an den Kommentaren und an den Views. Belinda und Felix spielen mit ihrer Beliebtheit. Natürlich jeweils mit eigenen Rabattcodes. Sie fordern auf, diese Codes bei der nächsten Bestellung einzulösen, um damit zu demonstrieren, wer von beiden sympathischer ist. Dadurch vermischen sie Marketing und Entertainment. Das nennt sich dann Content Marketing. Die gleiche Strategie fährt die Agentur A+S Dialog Group. Die machen eine IT-Serie namens Dr. Bauer und waren mit der ersten Staffel ziemlich erfolgreich. Die Geschichte handelt von dem ITler Dr. Bauer, der den Angestellten in der Firma bei den Problemen hilft und die ganz klischeemäßig so ziemlich jeden ITler nerven könnten. Guten Tag, Frau Meier, was kann ich für Sie tun? Mein Laptop springt nicht an und ich habe schon alles versucht. Haben Sie schon mal probiert, das Gerät aufzuladen? Von den überspitzten Klischees fühlen sich viele unterhalten. Bruder, das ist aber auch so peinlich, wenn ich da... Ich bin jung und ich denke, dass man halbwegs so davon ausgeht, dass halt jüngere Leute sich so halbwegs auskennen mit Technikgeräten und so. Ich kenne mich auch halbwegs aus, so ist es jetzt auch nicht. Aber ich bin einmal mit dem... Das war so unangenehm. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich bin mit einem Laptop zum Mediamarkt gesteppt, weil ich habe diesen Laptop beim Mediamarkt gekauft und ich hatte irgendein YouTube-Video, habe ich gerade eben geschaut, und das war halt irgendein Scheiß, das war, wann war das, 2013 oder sowas, und das war irgendein Scheißdreck und irgendwie so, keine Ahnung, iBlali oder sonst was, ne, irgendwie sowas. Und mittendrin ist er einfach ausgegangen. Und da bin ich zum Mediamarkt gesteppt und habe so gesagt, hallo, mein Laptop, der funktioniert nicht mehr und sowas. Und dann hat er ihn lange irgendwie ausgeschaltet und nochmal angeschaltet. Und dann hat er automatisch irgendwie so dieses Video wieder rebootet. Ich weiß nicht mehr, was das für ein Video war, aber das war so unangenehm, dass es dann einfach so geplayed hat, so auf voller Lautstärke mitten im Mediamarkt. Naja, kann passieren. Egal ob aus Dr. Bauers Sicht oder aus der Sicht der Angestellten. Laura Maria Altendorfer sagt dazu, kein Wunder, dass das gut ankommt. Man schaut sich das aus den gleichen Gründen an wie eine Lieblingsserie. Nur noch viel unverbindlicher. Ich habe Langeweile, ich suche Ablenkung oder ich suche Unterhaltung. Das heißt, ich kann... Ja, aber ich weiß nicht, es kommt halt immer auf das Produkt drauf an, aber ich denke, bei vielen, vielen Produkten sehe ich den Aspekt dabei, wenn ein sehr... Ich sag jetzt mal, professionelles und vor allem cleanes Video geshootet wird. Also zum Beispiel jetzt so, weißt du, ich nehme nicht immer Holy, ich nehme jetzt mein Handy her. So, da ist mein Handy und das Handy, das hat jetzt so einen Shot und dann so, und dann irgendwie so dreht sich das so um und dann ist das so ein Bild von Gronkh und sowas. Fingerabdruck vollständig, sehr schön. Und solche Geschichten halt und dann so einen geilen Trap-Beat dazu und generell einfach eine schöne Aufmachung vom Produkt.
macht ein Produkt so viel wertvoller, als es eigentlich ist, und dann liegt halt im Endeffekt das Handy, das liegt ja dann nur da, so zack, da hast du dann dein Handy. Aber halt, wenn es in der Werbung richtig krass rüberkommt, so wie mit der Cola-Werbung, wenn du halt ein Feeling vermittelst, wenn du halt einen Vibe vermittelst und wenn du halt so einfach voll concentrated bist auf ein Produkt, das ist einfach viel, ich weiß nicht. Ja, naja, auf TikTok ist es halt dann das Problem. Das ist halt für Werbungen, die du schaltest, für Werbungen, die du bekommst, wenn du halt so durch Instagram durchscrollst. Weil was ich immer bekomme, sind irgendwelche Kurse. Sind immer so, yo, was geht ab? Ich habe seit 30 Jahren arbeite ich in der Branche und ich habe so viel Wissen mir angeeignet und ich möchte dir dieses Wissen jetzt einfach schenken. Warum? Weil ich anscheinend ein fucking dummer Geschäftsmann bin. So, solche Geschichten halt. Und dann ist so, ah, Bruder, der 114. Es macht dann immer nur Spaß, sich die Kommentare durchzulesen. Kommentare. Immer so, ja, das ist ein eigenes Geschäft oder meinst du nicht eher Schneeballsystem? Und dann ist immer so, das ist kein Schneeballsystem, weil eigentlich sind da keine Schneebälle involviert und sowas. Ja, halt die fucking Fresse, Claudia. Das interessiert mich nicht. Naja. Ein bisschen abtauchen. Es ist aber auch nicht zu viel. Es ist auf den Punkt. Es ist immer kurz. Die Unternehmen werden durch solche Marketingstrategien nicht nur beliebter, sondern auch bekannter. Machen also damit natürlich auch Werbung für sich und ihre Produkte oder ihr Unternehmen, aber müssen ihre Videos laut Rechtsanwältin Nicole Mutschke nicht als Werbung kennzeichnen. Kommerzielle Kanäle dürfen auf dem eigenen Kanal grundsätzlich ohne Werbekennzeichnung für eigene Produkte werben. Allerdings sieht es anders aus. Wahrscheinlich im Impressum, oder? Oder irgendwie sowas. Wenn die Beziehung zwischen Produkt und Kanal nicht erkennbar ist. Zum Beispiel, weil der Kanal völlig anders heißt als das Produkt. Ah, okay. Und man sozusagen nicht sieht, dass es Eigenwerbung ist. Ich habe mich gefragt, checken alle, dass diese Serien von Unternehmensaccounts kommen? Was davon ist echt und was nicht? Also mir war das bei einigen der Videos, die ich gesehen habe, nicht direkt klar. Aber eben auch nicht so wirklich wichtig, bin ich ehrlich. Aber ja. Wenn man sich so die Kommentare ansieht, dann nehmen das viele als kluge Marketingstrategie wahr. Ihr könnt ja mal schreiben, wie ihr das seht und wie ihr die Art von Werbung findet. Es ist auch smart, du musst halt deine Werbung anpassen an den aktuellen Zeitgeist. Und wenn der aktuelle Zeitgeist ist, yo, Leute wollen unterhalten werden, dann binde ich Werbungen in Form von Unterhaltung ein. Entertainment. Was davon Werbung. War jetzt alles nochmal offiziell Werbung? So viel dazu. Was nicht? Manche der Videos, die ihr hier gesehen habt, sind von Business-Accounts, andere waren bezahlte Produktplatzierungen, wieder andere absolut private Empfehlungen und bei manchen war es angegeben und bei manchen nicht. Die Grenzen, wo Entertainment aufhört und Werbung anfängt, verschwimmen immer mehr. Laura Maria Altendorfer sagt, wir müssen anfangen, die Unterscheidung von Werbung und Nichtwerbung anders zu denken. Ich glaube, dass wir da ein bisschen weggehen müssen vom klassischen Werbegedanken oder von dieser Einteilung, weil Social Media einfach komplett anders funktioniert. Also ich würde echt sagen, es ist eine Mischung aus allem. Einmal Unterhaltung, Information und dann eben durch, ich sag mal so Influencer-Marketing oder bedingt durch die Möglichkeit, dass wir in Interaktion treten können mit den Menschen dort, dann ist es natürlich auch dieser soziale Gedanke, der dahinter steckt. Und dieses Entertainment-Gefühl verlängert und verstärkt sich, wenn wir es nicht nur sehr einfach bestellen, sondern auch sehr schnell bekommen können. I want it. I got it. Oh, ich hasse das. I got it. I want it. I got it. Also was Amazon und sowas hat, macht es wirklich unfassbar crazy. Das ist einfach, Bruder. Ich weiß nicht. Ich denke mir so, okay, jetzt ist schon Abend und sowas. Ich könnte morgen zum Mittag, weil am Vormittag arbeite ich zum Beispiel, morgen am Nachmittag fahre ich dann los ins Geschäft und kaufe mir was. Oder ich bestelle es jetzt einfach auf Amazon und muss nicht mal rausgehen und morgen, weil ich Prime habe, bekomme ich das dann einfach so. Gott, das ist crazy. Es ist echt crazy. I want it, I got it. Von was hast du dann auch, ist es bei Prime so, dass du gar keine Lieferkosten hast? Oder, ja, nein, du hast gar keine Lieferkosten, glaube ich. Außer nur bei so voll großen Dingen. Aber da tun mir dann die Lieferanten auch immer leid, wenn ich mir irgendwas Größeres bestelle. Diese Vorfreude, dieses Wanting, ja, ich will es haben, kann in manchen Fällen sogar stärker sein, stärkere Emotionen, als dann eigentlich die Freude, wenn man das Produkt in Händen hält. Ja? Also die Vorfreude gehört Fall zum Belohnungssystem massiv dazu. Es gibt da besonders ein Unternehmen, das diesen gesamten Bestellprozess perfekt... Das Krasseste ist immer, wenn du ein Paket bekommst und du weißt nicht mal, was für ein System hat. Die Prime-Lieferung von Amazon kann als Verstärker funktionieren und die schnelle Lieferung kann mehr Dopamin in uns ausschütten. In dieser Doku von Arte wird ganz gut erklärt, wie das mit dem Dopamin funktioniert, warum wir für ein paar
Produkte dann oft unsere Überzeugungen über Bord werfen und da bestellen, obwohl wir vielleicht ein schlechtes Gewissen haben, zum Beispiel wegen der Umwelt oder den schlechten Arbeitsbedingungen, und dann unsere Entscheidungen im Nachhinein rechtfertigen, damit wir uns besser fühlen. Ich habe mich vielleicht so ein kleines bisschen ertappt gefühlt. Nicht umsonst gibt es komplette Accounts, die ausschließlich solche Videos von Produkten, zum Beispiel von Amazon, posten und über den Link in ihrer Bio schön jedes Produkt übersichtlich sortiert verlinken oder direkt auf der Amazon-Seite sich den eigenen Shop einrichten. Das nennt sich dann Amazon Storefront. Es gibt nämlich ein spezielles Amazon-Influencer-Programm, bei dem man dann über die Verlinkung zu einem Produkt einen Prozentsatz vom Verkauf mit... Wie kriegt man da? 6% bei weniger als 20.000 Umsatz. Bei mehr als... Achso, ja genau, bei mehr oder gleich viel wie 20.000 Euro, 7%. Okay, crazy. Also tatsächlich, je mehr du verkaufst, desto mehr Prozent bekommst du auch. Okay, da oben haben wir Fashion. Okay, Fashion ist crazy. Fashion haben wir 12%. Und dann geht es immer weiter runter. Was ist das Schlechteste? Konsolen. Oder 1%. Ja, ja, okay, aber das sind dann, okay, das sind dann wahrscheinlich auch, weil es teurere Sachen sind. 1% von einer 500-Euro-Konsole sind halt dann trotzdem 5.000 Euro, ne? So umgerichtet. Na, Spaß beiseite, aber bei Fashion und sowas, okay. Ja, da ist dann wahrscheinlich auch die Gewinnmarge ist dann wahrscheinlich auch höher, oder? Wenn du Sachen auf Shein, ja okay, das kannst du nicht vergleichen, um 3 Euro verkaufen kannst, Pullover. Verdient. Also ein Anreiz für Leute, die Amazon-Must-Have-Videos zu produzieren. Du kannst dir Bier auf Amazon bestellen? Ja, okay, wundert mich eigentlich. Die verdienen dadurch Geld und wir haben dann den süßen Cowboy-Stiefel-Streichholz-Anzünder-Halter in nur ein paar Klicks und einem Tag zu Hause. Ja, eventuell habe ich mir auch überlegt, den zu holen. Habe ich aber noch nicht gemacht. Und natürlich, erstmal geht die Welt nicht direkt unter, wenn wir hier und da mal was bestellen, was wir wirklich brauchen oder was uns wirklich Freude macht. Das machen wir selbst, wie ihr heute gemerkt habt, ja auch. Aber die Frage ist zum einen, wie oft passiert das dann so und finden wir es nach einer Weile immer noch so cool? Ich bin süchtig nach zwei Sachen. Geld ausgeben und TikTok. Und beides kombiniert führt leider dazu, schlechte dass Kombo, ich mir fast alles kaufe, was ich mindestens 3-mal auf TikTok sehe, während ich immer weiter runter scrolle. Ich sehe aktuell immer diesen so einen für Teelichter, so einen Teelichthalter, und das ist einfach so eine kleine Keramikding und da drüber sitzt so eine kleine Keramikkatze und die wärmt so ihre Pfoten. Ist schon sehr süß. Aber bestelle ich mir nicht, Bro. Zählt nicht. Der ganze Inhalt meiner Schminktasche habe ich nur gekauft wegen TikTok. Brauche ich 5 Blushes? Nein! Ich fühle das, aber ich finde auch an solchen Videos merkt man auch, wie sehr uns dieses Zusammenspiel Cat Lady aus TikTok, den süchtig machenden Faktoren, leichten Bestellprozessen und schwammigen Grenzen beeinflussen können, Dinge zu tun, die weder uns noch der Umwelt einen Gefallen tun. Upsi. Auch Olivia Rodrigo hat sich von TikTok influenzen lassen. I was actually TikTok influenced into buying this. There's like a subculture on TikTok that is just so obsessed with the Stanley Cup and meine Freundin hat auch einen und ich habe gesagt, kannst du mir auch mal einen mitnehmen? Ich möchte dem Hype gerecht werden. Ich möchte mal ausprobieren. Die gibt es eher auch für 17 Euro oder sowas. Ich habe keine Ahnung, wo es die gibt. Ich habe null Ahnung. Oder ich habe auch null Bedarf dafür, weil erstens, ich habe voll viele Holy Shaker. Ich habe sogar Holy Thermoskannen. Das heißt, selbst wenn es darum geht, dass das Ding halt kalt bleibt, Bruder, ich brauche es überhaupt nicht. Aber ich habe gesagt, nimm mir mal einen mit, weil ich will dem Hype gerecht werden. Er hat mich gefragt, welche Farbe. Habe ich gesagt, ja, schwarz wäre cool. Und dann hat sie gesagt, ja, und wenn es rosa gibt, dann habe ich gesagt, ja, wäre auch cool. Aber es gab keine rosanen. Stanley Cup so schlimm, richtig Hass dagegen. Was ist das Ding dahinter? Meine Schwester kauft ihre Sachen auf Amazon. Also ich habe mitbekommen, nee, ist der Nachmacher. Ach so. Ja, stimmt, fix, die Originalen, die kosten irgendwie 50 Öcker oder sowas. Richtig crazy. Ich habe mitbekommen, dass es Kinder gibt in den USA, die werden gemobbt, weil sie keine Stanley Cups bekommen. Warte mal. Drama Queen, gute YouTuberin, Stanley Cups. Stop buying Stanley Cups. Fake Stanley Cup Situation. 9-year-old boy bullied after. 9-year-old boy bullied after bringing a fake Stanley Cup to school. OMG. Das ist unfassbar. Der hat ja auch schon 4 Videos zu Stanley Cups gedroppt. Wahnsinn. Doch nie war ein fucking Cup so
so im Hype wie das Stanley Cup. What you put in it and the flavored waters and the soda concoctions. And I was like, I need this. Der Hype um den Stanley Cup ging aber so richtig los, nachdem eine TikTokerin ein Video teilte, in der ihr Auto komplett ausgebrannt war und der Becher hat's überlebt. Der Hype wurde noch krasser, vor allem durch verschiedene limitierte Kooperationen mit zum Beispiel Starbucks. Freunde, die haben da gezeltet für einen Becher. Oder hier, die Valentine's Day Collection war in ja, Mann. Innerhalb weniger Minuten in diesem Store ausverkauft. Und die, die richtig auf die Ästhetik abfahren, haben nicht nur einen, sondern eine ganze Kollektion. Jeder wie er möchte, doch so ein Becher kostet ca. 40 Euro. Und was passiert, wenn ein neuer Hype oder eine neue Ästhetik kommt? Stellt euch vor, ihr habt die letzten 2 Jahre alle möglichen Produkte gekauft. Was kommt, wenn der Steven Cup droppt? Was machst du denn dann? Oft, um in die Clean Girl Ästhetik zu fitten und hört dann Clean Girl is out, Mob Wife Era is in. Trends kommen. Genauso. Was? Clean Girl is out. Ja. By the way, Clean Boy Era is out. Undercut Kaiser Volumen Frisur ist by the way in. Der Edgar ist out, der Kaiser Cut ist in. So schnell, wie sie auch wieder gehen. Also man kommt irgendwie schon gar nicht mehr so hinterher. Heute der Trend, morgen der Trend, übermorgen der Trend. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das zu Überforderungen führt und neben dem Potenzial halt jetzt sind halt dreckig und ungeduscht. Ja, auch sehr viel Verunsicherung. Duschen ist out. Ja. Vielleicht kommt es dadurch zu Überkonsum wie auch zu Fehlkäufen. Tatsächlich investieren laut dieser Befragung vom Institut für Marktentscheidungen Erwachsene in Deutschland im Jahr ca. 150 Euro für Dinge, die wir eigentlich gar nicht besitzen wollen. Dafür wurden über 1000 Menschen befragt, die zum Beispiel gesagt haben, ich hätte es fast schon geglaubt, mehr. 150 Euro. Was habe ich dieses Jahr gekauft, was ich nicht brauche? Bestimmt irgendwas. Dass die meisten Fehlkäufe online gemacht werden. Die Fehlkäufe werden dann zum Beispiel entweder zurückgeschickt oder bleiben ungenutzt oder landen im Müll. Und vor allem die jüngeren Befragten stecken besonders viel Geld in Produkte, die sie nicht brauchen. Laut eigenen Angaben wegen... Die Pflanze, die habe ich mir nicht mal selber gekauft. Die gehört eigentlich meinem Vermieter. Und ich habe ihm gesagt, der soll sie wieder mitnehmen, weil bei mir stirbt sie. Aber er wollte sie nicht haben. Verlockenden Angeboten und weil sie nicht so gut informiert sind. Ob also ein Sonderangebot zum Beispiel wirklich gut ist, wird selten gecheckt. Sie sagen anhand von diesen Daten, dass viele nicht so gut wissen, was die Gründe für ihre Fehlkäufe sind und deswegen nicht die richtigen Vermeidungsstrategien dafür nutzen. Und wo genau die Verantwortung liegt, sehen die Generationen unterschiedlich. Ältere Personen sehen die eher bei sich selbst, jüngere eher bei den Herstellern und dem Handel. Wir haben auf dem Kanal ja schon sowohl über Shein und die Folgen von Mikrotrends und Ultra-Fast-Fashion gesprochen und darüber, wie viel Einfluss wir überhaupt auf individueller Ebene haben. Aber natürlich tragen wir mit unseren Bestellungen, Retouren, Plastik-Gadgets und Müllbergen unseren Teil dazu bei. Ob das jetzt Beauty-Produkte sind, die wir in einem Leben nicht aufbrauchen können, überfüllte Vorratsschränke, mit denen man eine Fußballmannschaft die nächsten 4 Jahre ernähren könnte oder 28 Stanley Cups, die zu jedem Outfit... Oh mein Gott. 28? Das heißt, der hat über 1000 Dollar dafür ausgegeben. Über 1000 Euro. Das sind ja nicht mal... Ah, oh ja, das sind auch Stanley Cups. Okay. Stanley Collection, was geht ab? Ich habe einen weißen, ich habe einen Ding und sowas. Bruder, du kannst einmal eben... Du kannst den ganzen Februar lang einen anderen Stanley Cup benutzen. Jeden einzelnen Tag. Und du bist trotzdem den ganzen Februar lang... Was sind das für dumme Stanley Cups? Die sind ja voll klein. The fuck? Welcher Stanley Cup ist der beste von all denen? Der hat hier so eine Extension? Was ist mit dem los? Ah, die haben da... Ah nein, das ist das Regal, hoppala. Naja. Passen. Brauchen wir das alles wirklich? Dass Materialismus auf Social Media stresst und unglücklich macht, haben Forschende aus Bochum gezeigt, mit einer Online-Befragung von 1200 Personen. Die wurde Anfang Januar veröffentlicht und sie konnten belegen, wer materialistischer eingestellt ist, tendiert dazu, sich mit anderen zu vergleichen. Vor allem, wenn man sich auf Social Media zum Beispiel passiv berieseln lässt und sich anschaut, was andere posten. Und so entsteht dann auch Stress und am Ende eine schlechtere Lebenszufriedenheit. Social Media und auch Influencer-Marketing können materialistische Werte triggern oder steigern. Also, was kann uns helfen, da so ein bisschen rauszukommen, Abstand zu kriegen und nicht impulsiv zu handeln? Ein Vorschlag ist, den Druck rauszunehmen. Auch bei emotionalen Aufrufen, knalligen Sätzen, Must-Have-Formulierungen oder Rabattaktionen, die alle eine künstliche Verknappung suggerieren. Denn wie hier ein Psychologe im Interview zu Impulskäufen sagt, wir leben in einem Land, in dem es keine wirkliche Knappheit gibt und wo das nächste Angebot kommen wird. Eine kleine Recherche zu den Bewertungen und dem Preis hilft auf jeden Fall auch, denn wie wir gesehen haben, machen wir das in der Regel nicht so oft
oft, wie wir könnten. Und auch sonst kann alles helfen, was eine kleine Barriere zwischen der Werbung und dem Bestellen einbaut. Mir hat mal eine Sache sehr viel gebracht. Ich habe mal einer Freundin geschrieben, dass ich ein bestimmtes beliebtes Paar Schuhe haben möchte und ihr gesagt, sie soll mir sagen, dass ich sie nicht brauche. Leute, ich war nicht ready für die Nachricht, die sie geschrieben hat. Bitte, bitte nicht, die sind wirklich erstens schrecklich und wenn man ehrlich ist, schwitzt man. Zweitens sind sie schnell dreckig und das ist wirklich ein Schuh, den gerade gefühlt jede Modebloggerin hat. Ich weiß nicht, was es war. Ich habe gesehen, Kanye West verkauft jetzt alles auf Yeezy. Also halt jetzt nicht so, so die Yeezys und sowas, aber halt so diese Sock-Schuhe oder sowas. Alles um $20 oder 20 Euro oder sowas. Voll witzig. Tja, da habe ich mir auch kurz überlegt. Ohne Spaß, ich habe mir auch überlegt, diesen Sock-Schuh. Warte mal. Yeezy-Sock-Schuh. Wisst ihr, was ich meine? Yeezy-Pod, genau. Das ist voll komisch. Da hast du einfach nur, es ist wie so eine Socke, okay? Nur du hast halt hier vorne so einen Pod und dann da hinten auch so einen Pod. Da unten sieht man es besser. Und da hat eh auch der eine gesagt, der hat die dann getestet. Und wenn du quasi dann im Regen gehst, dann ist dieser mittlere Teil hier, ist dieser mittlere Teil, mit dem steppst du dann einfach ins Regenwasser. Und da wirst du dann unten in der Mitte von deinem Fuß nass. Mach Review dazu. Nee, ich habe mir dann eh nichts gekauft. Aber voll witzig eigentlich, ne? Einfach alles um 20. Ja, aber es war wie so eine Ohrfeige. Ich bin einfach aufgewacht und war so, stimmt, ich brauche sie nicht. Und tatsächlich ist die Influencing etwas, was letztes Jahr ein bisschen viral gegangen ist, um dem Überkonsum entgegenzuwirken. You don't need this product from Amazon. This is so unnecessary. Welcome to your weekly de-influencing video, where I talk some sense into you and de-influence you out of buying things that you don't need. Und auch wenn wir kurz dachten, kann es sein, dass Influencing, so wie wir es kennen, bald einfach nicht mehr existiert? Ist das Ende vom Kapitalismus? Nicht wirklich. Zum einen gibt es hier Influencer, die dann einfach nur ein anderes, günstigeres Produkt bewerben, weil es sind ja immer noch Influencer, die von irgendwas leben müssen. Und zum anderen hören wir viel lieber, dass etwas geil und ein Must-Have ist und wir rennen sollten, statt dass es ein Fehlkauf ist. Vielleicht hat es deswegen der Trend auch etwas schwerer gehabt, so richtig geliebt zu werden. Es gibt eine zentrale Erkenntnis aus der Entscheidungspsychologie und die ist, dass uns... Ich weiß auch gar nicht, ob das so gut funktionieren würde, wenn ich jetzt die Influencing hören würde und ich schaue mir dann an, yo, hier, schau dir mal dieses Amazon-Produkt an, du brauchst das nicht. Aber dann ist trotzdem so, ja, okay, du zeigst mir jetzt ein Amazon-Produkt und aus irgendeinem Grund, also irgendeinen Sinn und Zweck wird das ja auch haben. Und da würde ich mir denken, ah, keine Ahnung, vielleicht brauche ich das dann doch. Ich weiß es nicht. Ist schwierig. Verluste mehr Schmerzen als uns Gewinne der gleichen Größenordnung glücklich machen. Durch diese Ungleichheit von Gewinnen und Verlusten hat De-Influencing oder vielleicht auch generell nachhaltiges Konsumverhalten ein bisschen schwer, weil ganz häufig irgendwie ein Verzicht suggeriert wird. Wir müssen etwas aufgeben. Anja Diekmann sagt, wir können zum Beispiel anfangen, dem Ganzen einen positiven Rahmen zu geben. Also es nicht als wir verzichten auf etwas anzusehen, sondern eher zu sagen, wenn ich das Geld jetzt spare, kann ich es später für etwas viel Wertvolleres Girl Math ausgeben, was mir viel mehr bringt. Und weil es so schwer ist, möchte alles auf Rot. Ich euch ein bisschen auf die Sprünge helfen, denn bei uns wird es hoffentlich wirken. Deswegen haben wir etwas vorbereitet für euch oder eine Freundin oder einen Freund, der sich gerade überlegt, etwas zu kaufen. Hi, wir haben gehört, du willst dir was kaufen? Frag dich doch einmal, brauchst du es wirklich? Macht's dich glücklich? Warum möchtest du es kaufen? Weil's alle haben? Weil's gerade ein Trend ist? Weil sie sagen, lauf nicht, sondern renn? Denk doch mal drüber nach, was du stattdessen mit dem Geld machen könntest. Vielleicht könntest du dir ein schönes Erlebnis mit deinen Freunden kaufen. Vielleicht kannst du auch einfach noch einen Monat warten. Oder es einfach lassen. Den Link mit den speziellen... Es stimmt aber, ey... Ey, ganz kurz, ich grätsche, ja? Mit Timecodes zum Verschicken haben wir euch in die Infobox gepackt. Ja, wenn ihr das machen wollt, dann macht das. Das ist echt witzig, wie du halt unterschiedliche Preise anders siehst. Wenn du jetzt zum Beispiel siehst, so, ja, keine Ahnung, irgendeinen Stanley Cup zum Beispiel, kostet 40 Euro ungefähr, denkst du, ah, okay, alle haben den gerade, ich kaufe mir auch. Ja, ich bin auch ein Opfer des Konsums. So, ich kaufe mir eine Nachmache um 17 Euro. Aber du könntest dir um die 40 Euro, könntest du ins Kino gehen und danach noch, also mit Popcorn auch noch und danach noch vielleicht sogar noch in eine Bar oder irgendwie kurz, weiß ich nicht, irgend so ein Erlebnis oder generell so in den Märchenpark und mit dieser einen Rattenmühle fahren und sowas. Solche Geschichten halt, und das sind halt Sachen, die rememberst du dann mehr. Lebt das live und nicht live, das lebt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so das Ding.